Hallöchen, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt das Skript realistische Kabinenansicht an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Logi79, gibt es logischerweise nur für PC und Mac. Und ist ein Skript, sprich aktivieren und dann ist es dann auch schon aktiv. Ja, Logi schreibt folgendes: Diese einfache Mod wurde entwickelt, um die First-Person-Ansicht aus den Fahrzeugen realistischer zu gestalten. Es verhindert, dass die Kamera des Spielers innerhalb der Fahrzeugkabine mehrfach gedreht werden kann. Er fügt auch eine kleine Neigung zur Seite hinzu, was, wenn man aus dem Heckfenster schaut. Ja, also, simple Geschichte. Ihr kennt es ja normalerweise, wenn ihr innen seid, könnt ihr euch halt um 100 bzw. um 360 Grad permanent drehen. Ne? Das ist ja soweit klar. Dieses Skript verhindert das Ganze. Wir machen das Ganze hier einfach mal. Ich habe jetzt hier mal einen Controller angeschlossen, dass es ein bisschen smoother geht. Und ihr seht, wenn ich mich jetzt hier nach hinten weglehne, zack, ist jetzt hier Feierabend. Also ich kann mich hier, weil jetzt nur um 180 Grad die Seite, ja, mich drehen. Wenn ich aussteige, wieder einsteige, habe ich standardgemäß die vordere Kabinenansicht mit dabei. Und was euch vielleicht noch auffällt, wir machen das Ganze mal hier ein bisschen smooth. Sobald man sich halt nach hinten hängt, geht hier die Kamera etwas weiter raus. Ne, also wir schlagen da einen kleinen Bogen. Ja, sieht man jetzt hier nochmal ganz gut. Na, hier geht es jetzt wieder langsam zurück, dieser Bogen. Das soll im Endeffekt den Schulterblick simulieren, na, dass man da etwas weiter, es ist jetzt nur minimal, davon mal ganz abgesehen, aber dass man da etwas weiter, wenn ich das hier mit der Maus mache, sieht man das nochmal ein bisschen deutlicher, etwas weiter nach, ja, nach links, beziehungsweise dann hier nach rechts schaue. Hier seht ihr dann so ungefähr den Übergang, hier wie die Kamera dann etwas weiter den Bogen nimmt. Ja, das ist es am Ende des Tages auch schon mit gewesen. Ist, denke ich mal, gerade für Spieler, die halt größtenteils nur Innenansicht fahren, eine ganz nette Geschichte. Ja, der eine sagt vielleicht, gut, brauche ich nicht. Der andere sagt, oh, ist ja ganz nett. Ist ein simples Skript, funktioniert dementsprechend auch. Log ist daher auch sauber. Könnt ihr euch in dem Fall also auch bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Tschüssi, Gorski.